Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nochmals ein gesegnetes neues Jahr 2019. Ganz besonders den Schutz Mariens. In den letzten Tagen durfte ich einen Abschnitt lesen vom Tagebuch von Faustina, wo es heißt, dass sie überaus glücklich war, erkannt zu haben, dass Maria uns den Bräutigam geboren hat. Der Bräutigam für deine Seele, der sich mit dir vermählt. Und aus diesem Glück heraus, dass sie dies erkennen durfte, war sie, und jetzt hast du uns beide, bekommst du uns nicht mehr los. Wir sind beides deine Kinder. Beides. Weil sie den Urheber geboren hat, den Bräutigam, der sich mit jedem von uns vermählt. Mit jedem von uns vermählt. Und Braut und Bräutigam, also deine Seele, die werden immer eins. Und so ist auch jeder von uns dann ein Kind von ihr. Ein Sohn und eine Tochter von ihr. Aber eine Mutterschaft in der Gnade. In der Gnade. Wir haben eine Mutter, die uns geboren hat, zum Leben hier. Aber jetzt braucht es eine Mutter, die den Urheber, den Bräutigam geboren hat, der sich für uns alle hingegeben hat und uns wieder zu Söhnen und Töchtern gebiert, zu Kindern Gottes gebiert. Und diesen Bräutigam hat sie geboren für die ganze Menschheit. So sagen auch die Väter der ersten Jahrhunderte, wir müssen ganz genau hören, wie schön dass das ist, so wunderbar dass das ist, dass in dieser Menschwerdung, dass der kleine Jesus geboren wurde und in ihr Schoß gekommen ist, er sich schon vermählt hat mit der ganzen Menschheit. Woran siehst du das? Weil er das Mensch, die menschliche Natur trägt. Er ist Mensch. Und weil wir alle, so ist das Dogma der Kirche, alle abstammen von einem Menschen, von Adam und Eva, das kannst du mittlerweile sogar per Wissenschaft nachprüfen, weil sie haben es erkennen dürfen von dem Erbmaterial, dass wir alle von einem Menschenpaar abstammen. Seht ihr, wir brauchen vor der Wissenschaft keine Angst haben. Sie liefern uns die Beweise, dass wir wirklich von einem Menschenpaar abstammen. Aber das ist das Gewaltige. Dieses Fleisch hat er angenommen. Dieses Menschsein hat er angenommen und hat sozusagen dich angenommen. Mit jedem schon diese Vermählung, diese Hochzeit gefeiert, in der Menschwerdung und dann in der Geburt zu uns gekommen, um uns zu uns zu sprechen. In einzigartiger Weise. Und das ist in Maria, der Mutter Jesu, geschehen, dieses gewaltige Wunder. Und sie schenkt uns diesen Bräutigam, der mit uns eins wird, der uns total neu machen will, die ganze Menschheit neu machen will. Und sie hilft mit, so sagen es die Väter, also das sind die Theologen der ersten 6 Jahrhunderte, ich sage es immer und immer wieder, wir müssen zurück. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gelesen von Pater Pio, hört auf mit dem modernen Zeug, sagt er. Ständig alles zum Modernisieren. Es ist alles Quatsch. Bleibt bei dem Glauben der Väter. Lernt von denen, die ganz nah waren bei Jesus, sagt der heilige Pater Pio, weil er genau gesehen hat, was für ein furchtbares Zeug daraus kommt, dass alles modernisiert wird und der ganze Glaube neu aufgezogen wird, alle Dogmen irgendwie mit Füßen getreten werden und man nicht mehr dran glaubt. Und der Pater Pio hat gesagt, bleib, und er schärft es seinen Söhnen und Töchtern, den Gebetsgruppen ein, glaubt an das, was die Väter schon geglaubt haben. Und die haben geglaubt, dass Gott beiden, Maria und Jesus, eine Sendung gegeben hat, um das ganze Menschengeschlecht zu neuern. Denn wie durch einen Menschen die Sünde kam, und zu uns allen, so muss durch ein Mensch, so heißt es in der Schrift bei Paulus. Was ist ein Mensch? Mann,
und Frau. Seht ihr, deswegen sagt auch Jesus zu Maria bei der Hochzeit von Kana: Frau, was ist mir und dir? Man könnte gerade sagen, was hat uns der Vater für einen Auftrag gegeben, um das ganze Menschengeschlecht zu erneuern und diese Hochzeit neu zu feiern mit der ganzen Menschheit zusammen? Nicht nur ein Wasser oder eine seichte Limonade zu geben, sondern neuen Wein. Der alte Wein ist viel zu schwach und er reicht nicht aus. Jetzt kommt der neue Wein. Und der neue Wein ist das kostbare Blut und die Verwandlung in Jesus selber, in die ganze menschliche Natur. Und dieses Geschenk hat uns Maria gegeben. Das ist das Geschenk für uns alle. Deswegen ist sie die wunderbare Mutter, die uns hilft, in diese Vollgestalt Jesu Christi hineinzukommen. Und in nichts anderes. Sie weiß genau, wie sie ihn aufgezogen hat, um das wir immer ihm ähnlicher werden, weil sie ihn ganz angenommen hat, weil diese Vollkommenheit in ihr total da ist, weil sie wirklich jene ist, die nicht gesündigt hat, in allem den Willen des Vaters erfüllt. Deswegen dürfen wir in sie hineingehen. Ist die ganze junge Kirche immer und immer wieder gebetet hat. Man hat ein Papyri gefunden. Man nennt das diese Dinge, wo man das Evangelium am Anfang draufgeschrieben hat. Es ist so eine samanschte Pflanze. Und dann hat man das Evangelium draufgeschrieben. Aber da hat man auch ein Stück von einem Gebet gefunden. Und dort stand drauf: Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin, in deinen Mutterschoß. Jetzt überlegt euch mal, was die ganze junge Kirche betet. Sie betet, dass sie das nachmachen will, was Jesus selber gemacht hat. Er ist hinabgestiegen vom Schoß des Vaters in jene Wohnung, die Gott so schön gemacht hat. Und wir sträuben uns in der ganzen Kirche, zu ihr zu kommen, wenn die junge Kirche so gebetet hat. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin, in deinen Mutterschoß. Wir wollen da reingehen in diese Hochschule. Wir wollen reingehen in diese Stätte, wo die Heiligen geboren werden, wo der Heiligste war. Versteht ihr? Wo wir in eine Schule gehen, in eine Hochschule, die alles andere übersteigt. Da kann jeder Professor, da kann jeder Theologe, da kann jeder noch so Gescheite, der da rumläuft, er kann wirklich hinter ihr zurückstehen, weil das ist die erste Schule für die ganze Menschheit. Und da musst du auch hin. Und da lernen wir etwas. Da gehen wir in eine Hochschule zu ihr, weil auch der Sohn Gottes hineingekommen ist. Es kann keiner leugnen. Er ist in sie hineingekommen, er hat den Weg durch sie gewählt. Der kleine Jesus ist zu ihr gekommen. Und so will es die ganze Kirche nachmachen. Wir gehen auch zu ihr. Deswegen heißt es auch bei Ludwig Maria Grignion: alles mit Maria, durch Maria, für Maria und in Maria. Da wirst du herangebildet durch sie zur Vollgestalt Jesu Christi. Denn sie weiß ganz genau, wie er ist. Und was könnte das für eine Schule sein, wo sie uns hineinzieht? Jetzt aber keine Angst, viele haben Angst. Nein, nicht so viel. Maria, immer und immer wieder hören wir es. Maria wird auf die Seite geschoben. Ich habe jetzt wieder mit Evangelischen geredet, die jetzt auch da waren. Also, wir beten sie an. Ich sage, nein, wir beten sie nicht an. Schau doch mal hin, er ist doch selbst gekommen, in sie hinein. Könnte das schlecht sein, wenn du auch in sie hineingehst? Und du folgst ja Jesus nach. Du sollst das Gleiche tun, was Jesus tut. Wir folgen ihm nach. Und das hat die Kirche erkannt. Die Kirche hat erkannt, dass wir alle zu ihr gehen dürfen, in ihr Mutterschoß, in ihr unbeflecktes Herz, und sie uns heranbildet, in Jesus verwandelt, nicht in sich. Ja, man könnte sagen, auch ein bisschen in sich,
Weil Augustinus sagt etwas Gewaltiges, meine Lieben, was eigentlich alles über den Haufen wirft, wo Maria immer wieder auf die Seite geschoben wird in der heutigen Zeit. Das dürfen wir wirklich ganz tief in unser Herz lassen. Wenn der heilige Augustinus sagt, werdet wie Mariens, werdet so wie Maria, dann werdet ihr wie Christus sein. Weil in ihr ist jene Hochschule des Willens Gottes und das stimmt ganz genau für sie zu. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Das trifft für sie alleine zu. In allem hat sie diesen Willen getan und sie ist die beste Hochschule, diesen Willen zu tun. Wir fragen uns den ganzen Tag, auch wenn wir ein bisschen müde sind, gell, nach Silvester, wie können wir den Willen Gottes tun? Wie können wir das tun? Dann geh in die Schule Mariens, weil sie das vollkommen getan hat. Sie hat nie gesündigt und immer nur diesen Willen getan. Sie nimmt dich an der Hand in diese Hochschule hinein. Das schafft kein Professor, das schafft kein Regens, das schafft niemand, auch nicht der beste Beichtvater oder sonst irgendwas. Sie ist die Beste. Und sie zeigt dir, wie das geht. Vertrau dich ihr an. Dann kommt etwas raus. Dann wirst du erkennen, immer tiefer, was jetzt der konkrete Wille Gottes ist. Wenn du zu ihr gehst, wird sie dich heranbilden in ihn. Und zwar, was wir hier haben, ist das ewige Wort des Vaters. Und wenn du in ihre Schule gehst, in diese Hochschule hineingehst, in diesen Lehrstuhl Mariens hineingehst, dann wirst du eines zuerst finden, dass du eine Liebe zum ewigen Wort des Vaters findest. Das ist dieser kleine Jesus, der jetzt kommt und dann da rein will in das Herz. Und das zeigt sie. Denn von ihr wird gesagt, sie bewahrte alle Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Hier muss es hin. Und da krankt im Moment alles dran. Wir haben das Wort Gottes nicht mehr in unserem Herzen. Und sie war ganz offen, mit ihrem Herzen nur das Wort Gottes entgegenzunehmen, hinein in sich und daran zu glauben und nicht zu zweifeln, einen felsenfesten Glauben zu haben, sogar in der größten Tiefe der Schule des Kreuzes. Das ist wieder eine Hochschule bei ihr, weil sie unter dem Kreuz stand mit Jesus zusammen in dieser Doppelsendung. Versteht ihr, was Simeon sagt im Heiligen Geist? Es ist die Doppelsendung des Vaters, wie die Väter sagen, sie ist die neue Eva. Und er ist der neue Adam, eine Doppelsendung. Und der Simeon sagt im Tempel, dieser ist dazu bestimmt, der kleine Jesus, dass viele zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und jetzt kommt die Sendung Mariens, da ist auch eine da. Zu ihr sagt der Simeon, ein Schwert wird deine Seele, auch dein Herz durchdringen. Und dadurch werden die Gedanken offenbar werden. Seht ihr, das passiert. Da gehen wir in die Schule und die Gedanken werden offenbar. Wenn du schon in die Nähe von Maria kommst, dann werden die Gedanken offenbar. Du musst nur in einen Marienwallfahrtsort gehen, in Lourdes, in Fatima, jetzt auch, wo es überprüft wird, in Medjugorje. Die Leute kommen aus dem Bus und kommen in die Nähe Mariens und schon sind die Gedanken offenbar. Und wo landen sie alle? Im Beichtstuhl, bei wem? Bei ihm. Sie schließt durch ihr Leid, das sie mitgemacht hat bis unters Kreuz in dieser Schule, die Menschen auf für die Erlösung, dass sie zum Erlöser kommen. Sie schließt die Gedanken auf, damit der Mensch wieder zu Christus kommt. Da hat sie mitgeholfen, das von der höchsten Stelle. Im Heiligen Geist hat Simeon das gesagt, im Tempel zu ihr. Das ist ihre Sendung. Leider hat man das weggemacht. In der Einheitsübersetzung, in der alten, ich glaube jetzt in der neuen, endlich verbessert, hat man gedacht, nein, Maria kann nichts. Das machen wir weg und geben es Jesus. Das ist falsch.
Das ist ihre Sendung, ihre mütterliche Sendung, die Gedanken in allem offenbar zu werden zu lassen, damit du verstehst, was Wahrheit ist, was Liebe ist, was Barmherzigkeit ist, was Güte ist, wo du neben der Mütze bist und wo du vollkommen neben der Spur läufst. Da kommen Sünder her und dann weinen sie auf einen Moment und sie spüren ganz genau, jetzt haben wir es, gell? Jetzt haben wir die Bescherung. Und ihre Gedanken werden offenbar. Und sie können umkehren. Das geschieht vorwiegend an den Marienwallfahrtsorten. Oder wenn sie nur mit dem Rosenkranz anfangen zu beten, dann geht's schon los. Dann werden die Gedanken offenbar. Das macht Maria, die Mutter Jesu. Und dann führt sie im Grunde die Menschen nicht zu sich in erster Linie, sondern sofort zu ihm, zum Erlöser. Sofort. Das ist die Sendung, versteht ihr? Eine Hochschule des Kreuzes auch. Eine Hochschule des Kreuzes zu lieben und auch mal ein bisschen was aufzuopfern, zu wissen, wir ergänzen ja genauso durch unsere Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt, zum Aufbau der Kirche. Das wusste Maria und deswegen ist sie mitgegangen. Das war die Sendung des Vaters und diese Doppelsendung Jesu und Mariens für die ganze Kirche, für euch, für die ganze Welt hat sie das getan. Und man stellt sie so auf die Seite. Dabei ist sie ganz mitten im Geschehen des Heiles für uns alle. Und wir dürfen sie nicht auf die Seite stellen, sondern sie über alles lieben. Versteht ihr? Über alles lieben. Was könnten wir noch lernen? In ihr ist eine Schule der Demut, eine Hochschule. Versteht ihr? Heutzutage will ja jeder irgendwie was Besonderes sein. Und der Beste sein und an erster Stelle sein. Sie lehrt ja genau, was der Herr sagt. Wer der Größte sein will, der soll der Kleinste sein. Wer der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Sie lehrt dir das Dienen, weil ohne Dienen geht im Reiche Gottes nichts. Das ist eine Hochschule. Das findest du nicht bei den Gescheiten. Nicht mal bei den Professoren oft. Das findest du in dieser demütigen Schule ihres unbefleckten Herzens. Deswegen dürfen wir hinein in sie. Was können wir noch finden? Ein felsenfesten Glauben. Selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Eine Hochschule des Glaubens neben dem Wort und vor allen Dingen eine Hochschule der Wahrheit. Wisst ihr, wenn du in Maria bist, bist du so im Licht. Weil was findest du in Maria? Was findest du? Maria? Findest du Maria in ihr? Was findest du? Gott! Sie hat Gott so hineingelassen, dass du nur eines findest in ihr. Gott! Das wollen wir alle. Deswegen hab keine Angst. Aber sie führt immer zu ihm. Und wenn wir über sie sprechen, so schön, weil sie die Mutter Gottes werden durfte und Jesus geboren hat. Wenn wir so schön über sie sprechen, ist jedes Privileg, was sie hat, jedes Lob, das wir ihr geben, nur ein Lob an Gott, weil er sie so schön gemacht hat. Nie hat sie etwas für sich, sondern immer alles gibt sie zurück. Großes hat der Herr an mir getan und sein Name ist heilig. In ihr können wir auch diesen Gehorsam lernen gegen Gott. Diesen Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Dieser heilige Gehorsam, der so schön ist, den wir in ihr sehen. Diese Bereitschaft, sofort den Willen Gottes zu tun. Im Gehorsam, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. In ihr lernen wir, sie ist die Mutter der Barmherzigkeit. Barmherzig zu sein, das müssen wir heute. Es ist, geht alles drüber und drunter. Ich sage dir, man hört nur noch Hiobs Botschaften, was in dieser Welt läuft. Und jetzt, was machst du? Was machst du? Da brauchst du eine große Barmherzigkeit, um einen Mantel der Barmherzigkeit über all diese Sünden, die sich gebäumt haben bis zum Throne Gottes, zu legen. Das ist der Mantel der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, dass wir in ihre Schule gehen und lernen, was Barmherzigkeit heißt.
was wir auch bei der heiligen Faustina lernen können, wenn sie sagt, alle Sünden sind wie ein Senfkorn gegenüber einem Riesenberg des Matterhorns, jetzt vielleicht in der Schweiz, der unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Das braucht die Welt. Je mehr, dass sie sündigen, und wenn die Sünde noch so groß ist, ist die Gnade noch viel größer. Und das lehrt sie uns. Wenn wir noch so viel hören, wenn wir noch so viel erkennen, wie es da schiefläuft in der ganzen Welt, sie lehrt uns, mit dem umzugehen. Sie lehrt uns, überall immer wieder vor Gott zu treten. Erbarme dich, hab Erbarmen. Du hast dich auch meiner erbarmt, erbarm dich auch dieser großen Sünden, die da in der ganzen Welt sind. Das lernen wir bei ihr, in ihrer Schule, in ihrer Hochschule. Seht ihr, so dürfen wir uns nicht scheuen und keine Angst. Viele denken, ja, nicht so viel marianisch. Gerade umgekehrt, sagen die Väter der ersten Jahrhunderte. Werde wie Maria. Werde wie Maria. Da wirst du so wie Christus sein. Seht ihr? Das ist das Schöne. Und das dürfen wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Könnte man sagen, gell? Wir dürfen uns unmöglich vor dem scheuen, sondern dieses Angebot Gottes in die Tat umsetzen, in sie hineinzukommen, damit wir direkt auf dem schnellsten U-Bahn-Weg zu Jesus kommen. Auf der schnellsten Strecke in Jesus hineinkommen. Das ist das Angebot. Das ist das Angebot und ihre Sendung, die sie hat im Heilsgeschehen Gottes mit ihrem Sohn zusammen, alle umzuwandeln und so schön zu machen, Kraft der Sakramente, wie Jesus selbst ist. Denn wir werden ihm ähnlich sein, wie er ist. Aber diese Verwandlungskraft kann eine Mutter am besten. Da nimmt sie uns an der Hand, mit ihrer mütterlichen Liebe bringt sie uns immer mehr dazu, dass wir seine Gestalt annehmen. Für das hat sie ihn geboren. Und das ist ihre Sendung. Dass es mit dir macht und dass sie das angeht und nicht aufhört, geduldig ist, barmherzig, wenn du Ehrenrunden drehst und nicht so willst und dein Eigenwillen es ablehnt. Sie macht es. Sie ist die Geduldige und nimmt dich immer wieder an der Hand, bis das kleine Kind es kann. Bis du herangewachsen bist zur Vollgestalt Jesu Christi. Also, lassen wir es vom heiligen Augustinus nochmal ins Herz rufen, ganz tief. Werde wie Mariens, so sagt er es, werde wie Maria. Dann wirst du so sein wie er. Das ist eine wahre und gute Marienfrömmigkeit. So hat die junge Kirche der ersten 6 Jahrhunderte gedacht. Und das ist der Glaube, meine Lieben. Wenn du in sie hineingehst, da sehen wir, wenn sie gelobt wird, kommt aus ihr nur das Wort Gottes heraus. Sie ist die beste Schriftkennerin, die man sich vorstellen kann. Alles wirst du in ihr finden. Deswegen werde wie sie. Dann bist du schon der vollkommene Mensch. Dann bist du schon umgewandelt in ihn. Das wollen wir alle. Das macht wirklich, und das ist ihre Aufgabe als Mutter für uns alle. Amen.